Ja, hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder eine Prospektvorstellung. Ihr seht es schon, heute das Norma Silvester Prospekt für 2020. Habe ich mir ja vor 2, 3 Tagen aus der Filiale geholt. Heute gibt es jetzt endlich die Vorstellung mit Tipps und auch quasi so eine Kaufberatung. Wollen wir mal anfangen? Dann haben wir hier das erste Sortiment. Das ist das Rocket Rally. Das kennt ja bestimmt jeder. Ein 25-teiliges Raketensortiment für 20 Euro. Enthalten sind halt Ringbombenraketen von Nico. Wirklich sehr, sehr schön. Und auch ganz normale wie die Burst oder die Turboraketen. Besonders finde ich jetzt halt immer, warum ich das immer kaufe, wegen diesen Ringbombenraketen. Die finde ich halt besonders, ja, einzigartig. Und auch wirklich sehr, sehr schön. Gehen wir mal weiter. Dann gibt es hier ein kleines Sortiment. Ultimate Mix dürfte auch bekannt sein. Und zwar 22-teilig für 6,99 €. Da sind ein paar Raketen drin. Ein bisschen F1, auch F2. Leuchtfeuerwerk, Böller. Ist halt auch ganz nett. Und ja, kann man sich auch mal gönnen. Für mich wäre es jetzt eher nichts. Ich greife dann halt lieber zu etwas größeren Kalibern. Wie zum Beispiel hier der Dr. Pyro. Die ist wirklich mega geil. Hier steht auch Testsieger bei Marktcheck. Und die ist halt wirklich sehr, sehr gut. Ich habe es auch selber schon mal getestet. Und die Dr. Pyro kriegt dieses Jahr noch eine Schwester dazu. Das ist nämlich die Schwester Pyro. Auch super, super genial. Hole ich mir auf jeden Fall 2, 3 Mal. Denn diese Batterie hat einen Crackling-Aufstieg und dann Zerlegung in laute Bouquets. Also wirklich auch richtig, richtig nice. 16 Schuss für 8,90 € kann man sich definitiv mal kaufen. Und hier wird ja auch beworben, die Schwester vom Testsieger. Richtig, richtig nice, wie ich finde. Dann geht es weiter mit Metal Rockets Reloaded. Kenne ich jetzt so noch gar nicht. Also 33 Raketen, 29,99 €. Das Ding ist immer, also jedes Jahr, wenn ich zu Norma gegangen bin, habe ich halt nicht alle Raketensortimente zum Beispiel bekommen. Das ist halt, es gab immer halt ein, zwei Raketensortimente nicht, deswegen konnte ich immer nicht alles testen oder halt zumindest das kaufen, was ich überhaupt wollte. Ja, weiter geht's. Champ Edition. Über 25 Teile, 9,99 €. Auch ein schönes Raketensortiment. Mit einer bunten Mischung aus Böllern, Fontänen und natürlich hier auch Raketen. Hier auf der zweiten Seite, dann haben wir hier Extended Family. Das ist halt ein größeres Raketensortiment, auch mit Bombenraketen. 18-teilig für 14,99 €. Hier sind halt etwas bessere Leuchtartikel drin, auch größere Feuervögel, Vulkane. Ist halt etwas hochwertiger als diese kleinen Billigsortimente, wie hier von der ersten Seite. Dann das allzeit beliebte und bekannte Metalhead. 9 Raketen, 9,99 €. Finde ich persönlich wirklich sehr, sehr gut. Sehen auch optisch sehr, sehr gut aus. Und auf jeden Fall, der Effekt stimmt. Also würde ich immer wieder kaufen. Das ist eine Empfehlung von mir. Metalhead könnt ihr auf jeden Fall euch zulegen. Dann geht es weiter. Endlich habe ich sie mal in meiner Filiale. Die X-Tail Rockets. Jetzt werden manche sagen, okay, kriege ich online für 6,50 €. Ja, ist aber, wie gesagt, egal. Ich finde es halt auch schön, wenn man es mal im Discounter bekommt und ein, zwei Packungen sich mal gönnen kann. Das ist halt auch, ja, im Discounter-Einkauf ist halt ein bisschen, ja, finde ich vom Feeling her noch viel, viel besser. Auf jeden Fall X-Tail Rockets. 3 Raketen, 7,99 €. Das sind halt sogenannte Raketen ohne Leitstab, die stellt man auf den Boden. Es gibt also einen Abschussknall. Durch den Druck steigt die Rakete nach oben, zündet den Treiber und dann Peng. Richtig schönes, lautes Bouquet. Wirklich sehr, sehr schön. Kann ich nur empfehlen. Dann High Five. Die beliebten Kugelbombenraketen. Ihr könnt euch erinnern hier an dieses Rocket Rally. Hier gab es ja die Kugelbombenraketen hier in diesem Set. Hier halt etwas teurer und halt einzeln. Ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung von mir, diese Nico Kugelbombenraketen. 5-teilig, 7,49 €.
Es geht weiter. Color Shooter, 180 Sterne, 5,99 €. Ja, kann man sich mal gönnen, ist halt eher was zum Warmschießen oder zum Vorballern. Ja, ist aber trotzdem ganz nett. Dann die Five Shots, großkalibriges römisches Licht mit 5 Effektbomben. Das werde ich mir dieses Jahr wahrscheinlich mal mitnehmen und mal austesten, wie das ist. Dann das fette Fass. Ich muss euch ehrlich sagen, hatte ich letztes Jahr, kann ich euch nicht empfehlen. Da ist man ja mit einer Palermo-Batterie vom Weco wirklich besser dran. Also 9,99 € ist definitiv zu viel für diese wohlgemerkt Fontänen-Batterie. Absolut keine Kaufempfehlung. Dann die Funky Fountain. Hier sieht es wieder ganz anders aus. Für 2,99 €. Das ist wieder eine Kaufempfehlung von mir. Wirklich sehr, sehr nette Fontänen-Batterie. Kann man sich auch mal gönnen. Jetzt geht's weiter. Hier gibt es ein paar Neuheiten. Unicorn Fire, Unicorn's Heart, Unicorn Fountain. Da werde ich wahrscheinlich mal einen schönen Vergleich machen von Einhornfontänen oder halt hier, das ist ja auch eine Batterie von Einhornprodukten. Das bietet sich hier wirklich sehr, sehr gut an. Werde ich mir auf jeden Fall jeweils einmal mitnehmen. Also Unicorn Fire. Das ist halt eine kleinere Batterie. Ihr seht hier 18 mm, 25 Effekte. Ja, ich würde sagen, eine Fontäne mit ein bisschen Leucht- und Knatterstern, würde ich jetzt mal auf den ersten Blick behaupten. Die Unicorn's Heart, eine abwechslungsreiche Fontänenbatterie mit vier farbintensiven Effekten zum Verlieben. Ja gut, ob ich mich verliebe, ja, muss ich erstmal sehen. Oder ob das Teil der größte Schrott ist, ja. Dann hier die Unicorn Fountain. Ja, bestimmt auch mal, ist auf jeden Fall auch ein Testwert, eine Dreier Batterie, Fontänenbatterie. Ja, für den Preis macht man definitiv nichts falsch. Dann geht's hier weiter. Dann haben wir hier Tornado Fire. 50 Schuss, kann ich jetzt euch ehrlich gesagt nichts darüber erzählen, kenne ich jetzt nicht. Dann die Invasion, ja, eine Saturn-Missile-Batterie. Gibt es gelabelt halt unter vielen verschiedenen Namen. Auch Weco hat zum Beispiel diese ähnliche Batterien. Das sind Pfeiffer-Batterien, ich nenne es immer Saturn-Missile. Mit einem angenehmen, wirklichen Pfeifton und sehr, sehr rasanter Schussfolge. Dann Keep It Real hatte ich letztes Jahr mal. So besonders ist es jetzt nicht. Ich glaube, ein der drei Batterien ist mal ja, gut, aber die anderen kann man halt eigentlich vergessen. Deswegen keine Kaufempfehlung von mir. Die Hellscream 3,99 € ist auch eine Pfeif-Batterie, 100 Schuss Heuler-Batterie. Ja, für Fans der Pfeif- und Heuler-Batterie definitiv geeignet. Jetzt kommen wir wieder zu einem richtigen Klassiker, The Outlaw. Dieses Jahr auf jeden Fall mindestens zweimal bei mir dabei. 16 Schuss, 6,99 €. Richtig schöne Goldbatterie mit farbigen Spitzen, glaube ich. Ja, Goldbrokatkronen, auslaufende bunte Spitzen, genau. Das ist wirklich eine definitive Kaufempfehlung. Könnt ihr euch mal merken. Könnt ihr euch definitiv mal in den Einkaufswagen packen. Dann hier, was haben wir hier noch? Mystical Knight kenne ich jetzt überhaupt nicht. 1999. Das ist wahrscheinlich mal wieder so ein gelabeltes Set mit Fontänen, Batterien etc. Ja, dann hier die Mephisto's Fire. Kann ich auch empfehlen. 16 Schuss für 3,99 € ist eine wirklich tolle Batterie. 16 Schuss, zwar kleineres Kaliber, aber halt dennoch lautstarke Zerlegung. Dieses Jahr neu, die Crackling Balls werde ich mir definitiv auch dieses Mal mit einpacken. Das sind so riesige Crackling-Bälle, wirklich sehr, sehr schön. 5, 6 Packungen werde ich mir definitiv mal gönnen. Danach haben wir hier noch das Katana-Sortiment. Das ist ein Nico-Böller-Sortiment. Kenne ich jetzt so noch nicht, habe ich eigentlich noch nicht getestet. Wäre wirklich mal ein Test wert, zu sehen, wie die aktuelle Nico-Charge so ist. Supreme Shots werde ich mir auf jeden Fall mal mitnehmen.
Schöne Bombenrohre im Kaliber 30 mm sind bestimmt ziemlich nice. Knallbonbons, nee, Quatsch, Fantasy Lights. Ja, genau, das war ja das haustierfreundliche Leuchtsortiment ohne Knallartikel. Da muss ich widersprechen, ist nicht ganz so haustierfreundlich, denn es sind wirklich auch Crackling-Effekte mit dabei. Also es knistert und crackelt halt ganz schön. Also ganz haustierfreundlich ist es jetzt nicht. Aber trotzdem zu empfehlen. Wobei ich sagen muss, ja, fast nur Cut F1, also Kinderfeuerwerkszeugs drin. Dann die Shooting Stars, gehe ich lieber mal nicht drauf ein. Könnte auf jeden Fall durchstreichen, weglassen. Totaler Rotz, die Dinger. Ihr merkt schon, ich sage hier wirklich öffentlich meine Meinung zu diesen Produkten. Ich möchte nicht, dass ihr an Silvester enttäuscht seid und wirklich nur Mist kauft. Das lasst bitte weg, das ist Käse. Absoluter Käse. Dann geht's hier weiter auf der nächsten Seite. Metal Shots, ein schöner Verbund von Nico. 150 Schuss, 39,99. Ich muss ehrlich sagen, Nico-Verbünde habe ich jetzt noch nicht getestet. Deswegen kann ich euch das auch nicht ja, empfehlen oder sagen, ist schlecht. Oder wie gesagt, habe ich wie gesagt noch nicht getestet. Dann geht es weiter. Der Peacemaker, noch ein Verbund von Nico Feuerwerk. 158 Schuss, 59,99. Ihr könnt es ja meinetwegen mal testen und könnt ihr mir dann sagen, wie die Nico-Verbünde so sind. Dieses Jahr wäre ich, glaube ich, hier nicht zu greifen. Dann haben wir hier den Turbocharger von Powertech, genau. 126 Schuss, 24,99. Auch wieder ein Verbund. Und ja, das sind halt ein Verbundfeuerwerk, sind sogenannte XXL-Batterien. Das sind halt mehrere Batterien, die ja, verleitet sind auf dem Brett, zusammen auf dem Brett geklebt worden oder befestigt worden. Und dann halt jede Batterie bis 500 Gramm maximal darf es halt bis 2 Kilo gehen. Also insgesamt der NEM, Nettoexplosivmasse, mehr darf nicht. Dann die altbekannte Monster Blaze. Habe ich euch ja schon mal in der Insta-Story gefragt, ob die immer noch so gut ist. Werde ich mir jetzt nicht holen. Einer hatte mir gesagt, die soll nicht mehr ganz so gut sein. Aber wie gesagt, ich habe sie jetzt 2, 3 Jahre lang nicht geschossen, diese Batterie. Kann ich euch also wirklich nicht sagen, wie die aktuelle Charge jetzt ist. Dann hier noch ein Verbund von Nico The Boss. 24,64 Schuss, 19,99. Auch mal interessant zu testen. Ist halt Verbundfeuerwerk. Monster Burner. Großbatterie, Kaliber 20 mm. Ja, sieht eigentlich auch recht nice aus. Machen wir mal weiter. Da haben wir hier noch Full Magazine. Ja, eine schöne große Batterie mit 99 Schuss. 29,99. Kaliber 19 mm. Dann haben wir hier noch Fire of Titans. Auch ein Verbund von Nico. Und das letzte haben wir hier Turbocharger 24,99. Wie gesagt, zu den Nico-Verbünden kann ich euch echt nicht so viel sagen. Habe ich noch gar nicht getestet. Habe ich auch bei Vorschießen kaum gesehen. Ja, aber trotzdem hoffe ich zumindest, euch mal einen kleinen Einblick gegeben zu haben, was es dieses Jahr auf jeden Fall bei Norma zu kaufen gibt. Jetzt gibt es nochmal Tipps, habe ich euch schon teilweise gegeben. Was ich mir jetzt noch zusätzlich, was ich mir jetzt kaufen werde, das ist dann zum Beispiel einmal die Dr. Pyro, dann 2 bis 3 Mal die Schwester Pyro. Dann werde ich hier noch zuschlagen, einmal High Five, X-Tail Rockets auf jeden Fall auch noch einmal. Ja, ach, hier die Jewels, die Juwelen des Feuers, Jewels of Fire. Die, da muss ich sagen, die habe ich nie bekommen in meinem Norma. Nie, die gab es immer nicht. Wirklich sehr, sehr schade. Hoffentlich dieses Jahr hier in meiner Filiale erhältlich. Vielleicht auch ein Paket. Dann hier 1, 2 von diesen Bombenrohren noch. Die jeweils einen von diesen Einhornfontänen und Batterien. Und dann werde ich, glaube, ja genau, 2 mal die Outlaw noch für 6,99. Ja, und das war's eigentlich. Fast schon. Nee, war es noch nicht. Einmal Supreme Shots, einmal
Katana-Böller und 5 bis 6 mal diese Crackling-Bälle. Und dann muss ich euch sagen, das reicht dann aber auch für Norma. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, Prospektvorstellung ist halt so eine Sache. Jedes Jahr freuen sich die Leute, wenn es diese Prospekte bei den Discountern gibt. Von mir aus könnte es auch schon früher da liegen. Ja, der Hype ist auf jeden Fall groß und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einfach einen Kommentar da, ein Like und ja, vielleicht habt ihr auch Empfehlungen für mich noch, was ich bei Norma kaufen soll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.